Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15 hier auf dem Megahof am ersten Weihnachtstag. Nochmal von mir, nochmal frohe Weihnachten an alle da draußen. Ich hoffe, ihr habt euch reichlich beschenken lassen. Ich mich auf jeden Fall und ich hoffe, ihr auch. Und ja, in alter Frische machen wir hier natürlich wieder weiter und quälen uns hier mit unserem Stroh. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier aufgehört habe. Ich glaube, irgendwo unten. Ja, wie wir sehen, das kann dauern. Stroh haben wir hier en masse. Jetzt fange ich einfach hier. Wo habe ich denn hier aufgehört? Ich habe keine Ahnung. Ist jetzt auch wurscht. Ich bringe jetzt hier einfach jetzt weg. Sind die da? Kann man eine Seite anfangen? Also, der Aufhörer. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ich habe ja irgendwo aufgehört. Da! Das sieht so aus, als hätte ich hier so getan, als hätte ich aufgehört. Ja, wie gesagt, wir müssen ja hier an Knete kommen. Knete. Das heißt, wir werden uns jetzt hier weiter mit dem Stroh quälen. Ich weiß, es wird irgendwann langweilig, aber im Moment, also solange wie die auf jeden Fall hier das Feld abernten, werde ich da auch nichts dran ändern. Und werde da brav weiter mein Stroh einsammeln. Denn, ne, Geld und so. Wir brauchen es. Und zwar dringlichst. Wo bleibt denn hier der Abfahrer? Hallo. Wo bist du denn? Hat er sich beim Knicke-Klaus-Verfahren. Wo ist er denn? Hallo. Irgendwo will er sein. Zumindest steckt er nirgendwo fest, weil sonst würde er schon brüllen. Durch den Reifen oder steckt im Verkehr oder ähnliches. Oh. Ah! Kinis! Sagte doch. Drescher zuweisen. Weil automatisch finden, ist er ja zu blöd für. So. Abfahrt. Weiter. Ne, ja, wie gesagt, wir müssen hier sammeln. Und dann müssen wir gucken, was wir so an Knete rumkriegen. Und wir brauchen auf jeden Fall. Na, riecht denn da wieder? Weil wegen Drescher und so. Ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe euch ja mit dem Gejaule schon ein paar Mal genervt. Da kommen noch einige Felder und also wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie viel wir jetzt hier an Geld zusammenkriegen, was das Feld hier angeht, und dann lassen wir das Stroh mal bei den anderen Feldern weg. Und dann werden wir, wenn wir die Felder soweit dann hier abgeerntet haben, das alles mal verkaufen und dann gucken wir mal, was wir an Geld über haben. Ich hoffe, es reicht dann für einen größeren Drescher. Wie gesagt, das sind so viele Faktoren, die wir jetzt hier noch benötigen. Müssen wir mal schauen. So. Ja, es ist auch jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, fast 4 Uhr morgens und wir kommen gerade aus fast 4 Stunden Stream und so ein leichtes bisschen überdreht, so eine ganze Pulle Energy schon in der Birne und ja, da würde ich wundern, so leicht überdreht der Jute. Voll im Wahlwurf. Abfahrt. Ja, auch am heutigen Abend wird es wieder einen Livestream auf Twitch von uns geben. Also, falls ihr mal Lust habt, vorbeizuschauen, Uhrzeit wissen wir noch nicht so hundertprozentig, irgendwo zwischen 22 und 23 Uhr wahrscheinlich, werden wir auf unseren Jägerhof gehen. Das wäre dann auf der Volkshall-Map ein bisschen umgebaut. Da muss ich mich auch morgen eventuell ein bisschen dran setzen, dann noch ein paar Sachen verändern. Auto! Und ja, da sind wir dann auch auf dem Dedicated Server unterwegs. Könnt ihr uns mal ein bisschen live sehen. Da gibt es dann auch von mir eine lustige Fratzenkamera. Könnt ihr dann meine live sehen.
Ich meine, ja, manche wird sagen, nee, komm, lass mal lieber. Aber naja. Nee, mal Spaß beiseite. Also wie gesagt, heute gibt es dann Stream. Heute Abend. Da werden wir dann mal ordentlich was losarbeiten. Haben wir da heute schon ein bisschen für vorbereitet, dass die ganzen Felder morgen reif sind und so. Und ja. Da wird es ein bisschen was zu tun geben. Also wer Lust hat und das Video halt vorher dann sieht, also wie gesagt, so zwischen 22 und 23, das kann auch etwas später werden, ich weiß es nicht genau, es kommt immer darauf an, es ist Weihnachten, wer wie wann, wo man wie nach Hause kommt und wer wann wo wie da ist, aber ich denke mal so, zwischen 22 und 23 Uhr wird er wohl dann heute starten. Luftballon hier verbaut? Oder was flattert da oben her? Kannst nicht sehen. Wo ist er denn hier? Ah jo. Schick. Schön, schön. Zurück. Ja, müssen wir mal gucken, wie lange das Feld jetzt noch dauert. Wie gesagt, mit dem kleinen Drescher, das ist echt mühselig. Also ich meine, ich hätte zwar eine Möglichkeit gehabt, es gibt mittlerweile einen Glasmod. Der wird auch hier irgendwann Einzug finden, aber den habe ich dann real gemacht. Also irgendwie fehlte da, glaube ich, eine Null oder sowas. Also das Ding kostete mir nur 37.000. Das hätten wir natürlich jetzt hier nehmen können, aber... ich möchte keinen Drescher für 37.000 Euro kaufen. Das ist enorm unrealistisch. Und finde ich, muss dann auch nicht sein. Nur weil man dann da billig drankommt. Auch diesen gibt es dann zu sehen bei uns auf dem Server. Also mit dem fahren wir dann auch durch die Gegend. Extrem geiles Teil. Ein paar Sachen müssen noch dran gemacht werden. Dann ist er eigentlich perfekt. Irgendwie waschbar werden oder so. Und dann ist ja sehr nah an der Perfektion, ja, ich sag mal so LS13 ungefähr, ja, da die Class, die es da so gab. Das ist wirklich, sind ein paar kleine Kinderkrankheiten drin. Aber der ist echt schön. Also wie gesagt, falls auch für den interessiert, könnt ihr euch dann morgen mal angucken. Also ich habe ihn dann soweit umbearbeitet, dass Helfergeschwindigkeiten reell sind, seine normale Geschwindigkeit real ist, dass der Preis stimmt. Das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist der, diese Füllgeschwindigkeit, diese Überfüllgeschwindigkeit, also vom Drescher in den Hänger. Da muss ich mich nochmal schlau machen, wo ich das finde. Weil, wie gesagt, ich bin da nicht ganz so dicke drin. Ich mache zwar die Mod-Vorstellungen, aber das ist, heißt nicht, dass ich da an den Mods so lockerlässig alles rumgefuchtelt kriege. Aber wie gesagt, das kriege ich so weit ungeändert und da fehlt irgendwie nur noch diese Überfüllgeschwindigkeit. Weil die ist halt einfach enorm hoch. Wie tappt man den in 10 Sekunden komplett ab, egal was da drin ist. Naja, müssen wir mal schauen. Ja, wie gesagt, was uns ja auch noch fehlt, ist auch noch ein Traktor. Jetzt könnte der hier schon anfangen zu grubbern. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, wenn ich vielleicht doch schon die Schweine mit dazu nehme. Aber das Problem ist halt, ihr seht ja jetzt auch, ich spiele auf einfacher Geschwindigkeit. Da jetzt irgendwie die Schweine mit reinzunehmen, bis da ein Schwein fertig ist, in 10 Folgen rum. Ich weiß nicht, ob das so sinnig ist. Dann müsste ich mich komplett umstellen, dass wir irgendwie auf einer, keine Ahnung, 15er Geschwindigkeit oder so spielen, damit sich das lohnt. Da läuft dann aber das Problem, dass wir dann halt sehr oft in die Nacht kommen würden. Weiß ich nicht, ob das so der Hit ist. Ja, so langsam wird es ja was hier mit dem Feld. Ja, sie kommen jetzt hier auch in die gedüngten Stellen. Ich glaube, das fing hier ungefähr an. Da sieht man auch, der wird ordentlich beladen. Ordentlich schnell vor allen Dingen.
Da müssen wir jetzt auch mal echt Augen drauf haben. Das ist, ja, wir brauchen halt sehr viele Maschinen. Das ist einfach de facto. Uns fehlen ganz viele wichtige Maschinen. Und ich weiß auch nicht, eventuell habe ich, obala, habe ich auch schon mit der Idee geliebäugelt, dass ich das Feld 20 eventuell erstmal gar nicht wieder neu bepflanze, sondern mir irgendwie Feld 19 oder vielleicht Feld 18, weil das relativ gerade ist, einverleibe, weil da kann ich dann in Ruhe die Helfer fahren lassen. Aber für 20 müssen wir mal so ein Auge drauf haben, außer wir machen das halt mit dem Autotraktor. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall brauchen wir dann halt irgendwie zwei Traktoren, die da direkt hintereinander herziehen. Und ja, wie ihr gesehen habt, wir haben halt nur diese ganz kleinen Maschinen. Und ja. Wie gesagt, wir haben da noch eine ganze Ecke Arbeit vor uns. Wie gesagt, das zweite, wo ich ja gesagt hatte, dass wir eventuell den Fuhrpark wirklich dezimieren, eine ganze Ecke, um da irgendwie schneller an den Drescher zu kommen. Wir müssen mal gucken. Aber wie gesagt, auch wenn wir dann nur diesen kleinen Hänger haben und wir hätten dann einen großen Drescher, das wäre aber theoretisch nicht so wild. Wir könnten aber die Felder dennoch schneller abernten. Aber wie gesagt, wenn wir den Fuhrpark verkleinern, fehlt uns dann doch wieder ein Traktor zum Kuppern und zum Sehen und ja, das ist alles so schwierig. Das ist alles so ein bisschen schwierig. Der hüllt immer ein Stück den Verkehr fest. Oh. Da sollst du nicht hin. Möchtest du jetzt fahren oder nicht? Ach so, okay. Versuch noch mal dein Glück. Das sieht doch schon besser aus. Aber wie gesagt, ich passe jetzt eh nicht rein, dann fährt das eh weg. Hoppala. Und tschüss. So. Gesagt, also von der Garage, wir haben da nicht was für. Also der Flug könnte theoretisch weg, da würden wir irgendwie noch ein bisschen was für kriegen. Also wenn wir jetzt mal Stroh und alles wegnehmen würden, dann wären wir bei ungefähr, da geht es ungefähr 15.000, 15.20, so um die 29.000, was wir dafür kriegen würden. Plus die 50, die wir noch einen Kredit haben, wären dann 79.000. Also wie gesagt, da kommen wir auf null grünen Zweig. Wie gesagt, Traktoren kann ich nicht abgeben. Das ist. Geht nicht. Wie gesagt, sobald die mit dem Feld fertig sind, höre ich da auch auf zu sammeln. Und dann werde ich vielleicht mal ein bisschen dreschen. Im nächsten Feld. Da werde ich dann das Dreschen übernehmen und lasse mich dann abtanken. Dass ihr immer mal ein bisschen was anderes seht, weil wie gesagt, das sind ja jetzt hier schon, keine Ahnung, 6 Folgen, wo ich hier Stroh einsammle. Ja, ich weiß, es ist halt dann im Moment etwas langweilig, aber wie gesagt, wir haben keine andere Möglichkeit. Ich meine, ich könnte das jetzt zwar schon alles, was ich habe, wegbringen, aber selbst da kriegen wir irgendwie um die 30.000 für oder was, wenn überhaupt. Und obala. Und im Endeffekt bringt uns das auch noch nicht weiter. Deswegen würde ich halt ganz gerne erst alle Felder abernten. Ja, ist ja gut. Komm, da passen wir beide her. Stell nicht so an. Oder auch nicht. Ja doch. Geht doch. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt, Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 hier auf dem Jägerhof. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, heute Abend streamen auf Twitch. Link findet ihr in der Videobeschreibung oder oben im Banner.
vom YouTube-Kanal. Dort ist auch ein Link direkt dahin. Schaut vorbei, wenn ihr Lust habt. Dann könnt ihr uns dreimal oder beziehungsweise uns vier. Da ist auch noch der Bundesjockel dabei. Und könnt auch zuschauen, wenn ihr Bock hat. Vielleicht bis heute Abend. Ansonsten bis zur nächsten Folge und tschüssi.